jetzt kommt jemand, der sich auch schon lange eingesetzt hat. Und ich muss sagen, ich habe einen riesen Respekt, dass er hier heute auf die Bühne kommt. Ihm ist nämlich gekündigt worden. Er war vorher Polizist. Herzlichen Applaus. Und zusammen, fühlt mich gut. Ich bin seit 2008 bei der Kantonspolizei Zürich als Polizist angestellt und am Arbeiten. Darum sind für mich Polizisten, die heute da sind, auch Kollegen. Ich sehe Kollegen im Publikum, die privat gekommen sind. Ich sehe Kollegen, die in Zivil am Arbeiten sind. Und ich sehe die Kollegen in Uniform. Alle die sorgen für unsere Sicherheit und dass die Kundgebung kann sicher durchgeführt werden. An dieser Stelle ganz herzlich Dankeschön. Die Polizeikollegen stehen unter einem massiven Druck. Nicht nur der Druck aus der Bevölkerung, nein, sondern vor allem auch ein massiver interner Druck. Aufträge werden einfach von oben runter weitergegeben und die Polizisten, die müssen das in der Bevölkerung, beim Bürger durchsetzen. Ihr könnt euch vorstellen, dass die sogenannten Corona-Patrouillen, wo man die Massnahmen durchsetzen muss, auch bei den Polizisten nicht sehr beliebt sind. Was etwas vom Ersten ist, was man in der Ausbildung zum Polizist lernt, das ist die Verhältnismäßigkeit. Aber wo ist die Verhältnismäßigkeit in den letzten Jahren geblieben, letzten zwei Jahren geblieben? Ich habe im April bei meinem Kommandant um ein Gespräch gebeten und auch Fragen dürfen stellen in Bezug zu der Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit. Kurz zusammengefasst war die Antwort, dass das durch Gericht zu prüfen ist und nicht meine Aufgabe. Kurzform davon, falls mir das nicht passt, müssen wir sich halt auf dem ordentlichen Weg voneinander trennen. Für das Gespräch beim Kommandant habe ich vom Regierungsrat Mario Fehr höchstpersönlich ein Schreiben bekommen, das sagt, dass ich keinen Nachteil wird erleben. Als Polizisten sind wir in der Pflicht, Fragen zu stellen. Das ist unser täglicher Job und das wird auch von uns erwartet. Wir Polizisten sind die, die ekligen, unangenehmen Fragen stellen, die nachhaken und hartnäckig ermitteln. Aber wie soll man das als Polizist noch machen, wenn nur schon Fragen stellen zu einer Kündigung führen können? Ich habe im Sommer von dieser Vereinigung «Wir für euch» erfahren und habe mich bei denen gemeldet. Im November 2021 haben wir dann die Kantonspolizei Zürich unerwartet nach 13 Jahren pflichtbewusstem Dienst fristlos gekündigt, wie sie mich in Verbindung mit «Wir für euch» gebracht haben. Als Polizist habe ich mich am Recht verpflichtet. Mein Grundsatz war immer, wenn ich nicht als Polizist etwas machen kann, wer dann?
was aus meiner Sicht sehr bedenklich und eine gefährliche Entwicklung ist, ist, dass durch Polizeikommandos intern mit Kündigungen gedroht wird, eine massive Angstkulisse aufgebaut wird, falls man in Verbindung mit dieser Vereinigung gebracht wird. Kritisches Hinterfragen ist also in der Exekutive nicht mehr erwünscht. Und von den Polizeiverbänden, die sich eigentlich für Polizisten einsetzen sollten, wird jegliche Unterstützung in diesem Zusammenhang verweigert. Die Einzigen, die zum Beispiel mich nach dieser Kündigung unterstützt haben, das sind die Polizisten von Wir für euch gewesen. Und aber auch ihr Leute aus der Bevölkerung. Ich möchte an dieser Stelle allen Danke sagen. Auch an Danke, dass ihr bei Demonstrationen und Kundgebungen immer ruhig, friedlich geblieben seid und die Polizei nie angegriffen habt. Ich richte jetzt meine Worte an alle Polizisten in der Schweiz und auf der ganzen Welt. Warum ist man Polizist geworden? Hat man wollen für die Bevölkerung da sein, der sogenannte Freund und Helfer? Oder hat man wollen Existenzen zerstören, indem man Restaurants zumacht und Betonklotz vorne stellt, indem man friedliche Treichler verhaftet, Kinder in Suizid treibt und Gesellschaft spaltet? Für etwas, das für weniger als 1% der Bevölkerung wirklich gefährlich ist. Diese Antwort kann ich keinem geben. Diese Antwort muss jeder für sich selber herausfinden. Jetzt, wo die temporären Aufhebungen von einzelnen Massnahmen bestimmt worden sind, gibt es für viele Leute ein erfreuliches Gefühl. Ich sage aber bewusst temporär, weil die besondere Lage immer noch besteht und alle Massnahmen sofort wieder aufgefahren werden können. Die besondere Lage und alle Massnahmen sind umgehend aufzuheben und das, was die letzten 2 Jahre angerichtet worden ist aufzuarbeiten, die entsprechenden Ermittlungen aufzunehmen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ich sehe es an eurer Reaktion an. Die Forderungen, die müssen aus der gesamten Bevölkerung kommen. Und ich nehme da vor allem auch Polizisten, Staatsanwälte und Richter in die Verantwortung und komme wieder zu meinem Grundsatz. Ich komme wieder zu meinem Grundsatz zurück. Wenn nicht wir, wer dann? Danke vielmals! Ein neues grosser Respekt. Ich glaube, er hat wirklich Mut bewiesen. Das brauchte noch viel mehr mutige Leute, aber vielleicht auch ein paar Politiker. Als nächstes kommt der Politiker.